So Leute, ich habe mir mal mein Werkzeug zurechtgelegt, was ich jetzt gleich brauche. Und zwar gibt es ein paar Kleinigkeiten, wo wir im Endeffekt darauf achten müssen, wenn wir diese Pumpe zerlegen. Grundsätzlich aufmachen kann ich sie mit einem Akkuschrauber, kein Problem. Aber das Zusammensetzen sollte dann dementsprechend nachher wieder mit normalen Werkzeug geschehen, aufgrund der Tatsache, dass wir die Schrauben halt nicht zu sehr überbelasten, weil es kann ja sein, dass ich den Akkuschrauber falsch eingestellt habe und somit dann hier es bei den Schrauben zu Überbelastung kommt und gegebenenfalls dann zu einem Gehäusebruch. Das sollte nicht, da solltet ihr drauf achten. Also zum Lösen könnt ihr den Akkuschrauber benutzen, so wie ich das jetzt im Endeffekt auch mache, mit dem passenden Imbusaufsatz. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. So, da hat sich die Schraube schon von unten gelöst. Dann muss ich schauen. Wir haben auf der Rückseite haben wir Muttern, die rausfallen können. Deshalb halte ich auch immer den Finger dahinter und sollte auch die Schraube rausnehmen, wenn ich die nächste rausschrauben möchte. So, und dann kann ich hier das Pumpengehäuse schon mal abnehmen. So, ich halte das mal in die Kamera, mache da jetzt gleich aber auch noch mal Detailaufnahmen von, damit ihr seht, wie es im Endeffekt jetzt nach einem Jahr Laufleistung hier ausschaut. So, hier haben wir den ungereinigten Läufer und bei anderen Pumpen kann man jetzt hingehen und das Ganze im Prinzip so rausziehen, nicht bei dieser Pumpe. So, dafür gehe ich jetzt erstmal hin und stellen mir die hier hinten so hin, sodass das Kabel nicht geknickt wird. Wichtige Sache. So, und dann gucke ich mal, ob ich das jetzt wirklich so hinkriege. Weil wir müssen das Ganze mit ein bisschen Hebelkraft beidseitig, also wir brauchen zwei Schraubendreher dafür, beidseitig so ansetzen, dass wir hier dieses Gehäuse leicht anhebeln, damit es sauber nach oben rauskommt. Zack, da haben wir es. Dieses muss halt, damit sich das nicht verkantet, das ist ganz wichtig. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die komplette Läufergruppe hier rauszuziehen. So. Und da haben wir dementsprechend unseren Läufer, unsere Abdichtung hier. Und ihr seht, da ist Schmodder drauf. Klar, logisch. Nach einem Jahr wäre es verwunderlich, wenn da nichts drauf wäre. Jetzt wische ich den einfach mal ab hier. Und dann gucken wir uns den mal etwas genauer an, wie das Ganze ausschaut. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das äußerst gut ausschaut. Äußerst gut. Wir haben ja im Endeffekt auf diese Geräte auch entsprechend lebenslange Garantie. Es kann natürlich immer passieren, dass wenn diese Pumpe in irgendeiner Form Material ansaugt, was da nicht rein soll, wie zum Beispiel Kohle oder irgendwelche Sachen, die dann vielleicht hier hinten in diese entsprechende Spülung reinkommen und dann vielleicht auch den Läufer beschädigen könnten im laufenden Betrieb. Alles möglich. Ja? Teufel ist ein Eichhörnchen. Aber grundsätzlich, wenn ich mir diesen Läufer hier angucke, und das ist Fakt, ist hier gar nichts dran. Wir haben natürlich die übliche Schicht hier drin. Hier ist auch dementsprechend Material, was sich natürlich ablagert. Aber nach einem Jahr darf das so aussehen. So, wir haben unten dementsprechend ein Gegenlager, was wir mit einer entsprechenden Bürste reinigen können. Wir haben hier an der Seite einen entsprechenden Spülkanal, der noch zusätzlich dafür ist, den Läufer zu umspülen. Diesen Kanal solltet ihr auch reinigen, entweder mit der Flaschenbürste oder, wenn ihr habt, mit Druckluft. Ich glaube 8 bis 12 Bar maximal. Ansonsten, ne? Wer hat schon so viel Druckluft zu Hause? Also ich nicht. Also hier könnt ihr auch mit einer einfachen Flaschenbürste rein das Ganze mal durchspülen. Der Kanal kommt auf der Unterseite wieder raus und umspült dann dementsprechend den Läufer.
damit der Läufer dann dementsprechend auch vernünftig gekühlt wird. So, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, hier oben das Ganze noch weiter zu zerlegen. Wenn ich möchte, dann kann ich hier diesen die Läufergruppe im Prinzip abnehmen und kann das hier noch weiter reinigen, weil hier zwischen sitzt dann dementsprechend auch noch Schmodder. So, kleinen Zwischeneinspieler noch, damit man das hier auch, wie ich eben gesagt habe, hier oben den Läufer, den kann ich natürlich auch reinigen. Dazu nehme ich mir auch den entsprechenden Aufsatz Imbusschlüssel und hole die entsprechende Schraube da raus, löse sie, auch süß klein. Und dann kann ich das ohne Probleme hier abziehen, dann habe ich die Läufergruppe, also so sieht die dann dementsprechend nicht die Läufergruppe, sondern die, das Flügelrad, was kein Flügelrad mehr ist. Ich blende euch die entsprechende Bezeichnung unten ein. Und dann kann ich hier die Abdeckplatte auch rausziehen. Und dann habe ich im Prinzip alle Teile so in der Hand, dass ich sie auch vernünftig reinigen kann, mir nochmal genau anschauen kann, habe ich irgendwo Laufspuren oder sonst irgendwas. Und genau das mache ich jetzt. Ihr habt den kurzen Zwischenspieler gesehen. Ich habe die einzelnen Teile gereinigt. Mit der Zahnbürste bin ich halt hingegangen und habe hier die entsprechenden, ich sag mal, Beläge weitestgehend runtergeholt und mir dann verschiedene Sachen etwas genauer angeguckt, wie zum Beispiel hier innen drin die Führung für diesen Läufer. Ich blende euch beides mal ein. Wir haben hier am Läufer haben wir tatsächlich leichte Schleifspuren. Da weiß ich aber, wo die herkommen. Das ist nämlich meine Schuld. Weil hier ist halt tatsächlich die feine Kohle von ATI dazwischen gekommen. Ja, weil ich die zuerst, ja, als sie rausgekommen ist, habe ich die eingesetzt und habe vergessen, den Filter einzusetzen. Und da ist natürlich ein Teil aufgeschoben, raus aus dem Filter und wurde von dieser Pumpe hier aufgenommen. Zum Glück ist das alles sehr, sehr gut gearbeitet. Es ist nur ein bisschen was dazwischen gekommen. Es hat dann natürlich hier und da geratscht, das habe ich gehört. Und ich hatte eigentlich auch schon befürchtet, um Gottes Willen, hoffentlich ist da jetzt nichts kaputt, aber tatsächlich hier, dieses im Prinzip Flügelrad, dieses Laufrad, dieses Impellerrad, hat das Ganze im Prinzip abgefangen. Es ist nicht weiter in die anderen Bereiche gekommen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. So, ja, das habe ich dementsprechend weitestgehend gereinigt. Und das gleiche Spiel hier und da können wir dann uns die Bereiche genau anschauen, wo die Sachen dann halt ineinander laufen, weil der Abstand hier zwischen, mache ich euch auch nochmal ein separates Bild von, ist ja so gering wie möglich, damit die Pumpe den maximalen Leistungsgrad im Prinzip erreichen kann. Somit ist die Öffnung hier zwischen, also sprich zwischen dem Pumpengehäuse und dem Impeller hier und dem Pumpenkopf dann so gering, dass auch kein Wasserverlust dann dementsprechend entsteht. Dann haben wir die Abdeckplatte hier. Da haben wir auch so ein paar Öffnungen, wo ich mit der Zahnbürste reingegangen bin. Hier den Dichtungsring, die Öffnungen hier seitlich, die dann halt notwendig sind für die Spülung, für die Spülung des Läufers. Die muss auch überprüft werden. Den Läufer selber hier, ja, den habe ich dann auch mir mal genau angeschaut. Und wir haben am Läufer überhaupt keine Beschädigung. Das ist alles soweit in Ordnung. Keine Riefen oder sonst irgendwas. Also da ist auch nichts dran gekommen. Und hier oben können wir dann auch mal drauf gucken. Hier haben wir dann die entsprechende Lagerplatte, wo dann das Gegenlager hier aufläuft. Und das sind die Teile, die gegebenenfalls ein kleines bisschen Akustik erzeugen können am Anfang. Ja, wenn die aber eingelaufen sind, ja, dann hat sich das Thema erledigt. Dann hört man diese Pumpe nicht mehr. Ja, und natürlich den eigentlichen Pumpenkörper. Da haben wir ja hier dementsprechend die Öffnung für die Spülung. Und die sollten wir, wie gesagt, entweder mit Druckluft oder einem entsprechenden Pfeifenreiniger mal durchspülen. Ich habe das Wasser hier reinlaufen lassen, es kam hier unten raus. Also ist die entsprechende Spülung gegeben. Unten haben wir auch nochmal, dementsprechend blende ich euch nochmal ein, verschiedene Öffnungen bzw.
eine Umschließung ist nicht vollständig, weil das Wasser ja von unten da dementsprechend rauskommt. Und da muss dann auch dann mal ein kleines bisschen mit Druckluft oder mit einem langen Holzspieß drin rumgepult werden, damit da unten das Wasser, der Dreck rauskommt. Durchspülen das Ganze und dann ist es auch wieder einsatzbereit. Geht bitte nicht mit Metall an diese Pumpe oder an die Lager dran. Das wäre kontraproduktiv. Das ist nicht gut. Die vertragen das nämlich nicht. So, ich habe mir jetzt hier mal alles so zurechtgelegt, wie ich es jetzt für den Zusammenbau brauche. Und zwar als allererstes bin ich hingegangen und habe meine Leistungseinstellungen hier an der am Akkuschrauber ganz weit nach unten gedreht, dass er mir auf gar keinen Fall eine Überlast hier reinbringt. Und die entsprechenden Immo-Schlüssel habe ich mir dann auch zurechtgelegt, die ich jetzt gleich noch brauche, um den, ich sag mal, letzten Druck auf die entsprechenden Teile zu geben. Abdeckplatte, dann wieder den Läufer drauf, der entsprechende Aufnahme hat. Ja, der hat ein kleines bisschen Spiel, solange er nicht verschraubt ist. Und dann wieder die Schraube rein. Dann packe ich mir den entsprechenden Imbusaufsatz hier. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr den so gering wie möglich einstellt. Und den letzten Rest gebe ich dann an Druck mit einem Handimbus. Ja, reicht aus. So, alles ist gängig. Das sitzt fest, so wie es soll. Somit ist das hier wieder einsatzbereit und kann wieder eingesetzt werden. Bitte darauf achten beim Einsetzen, das Ganze nicht zu verkanten. Diese Öffnung hier muss dann dementsprechend auch hier an der Seite sein. Wir haben hier auch noch eine zusätzliche Nut, die sich hier auch an der Seite befindet. Blende ich euch dann auch gleich nochmal ein, wie das im zusammengebauten Zustand aussieht. Und dann vorsichtig einsetzen. Das Ding hat Kraft ohne Ende. Ja, dass es sauber unten in das Lager reingeht und den restlichen Punkt, es muss vollkommen flach hier sein, drückt ihr dann von oben einmal kräftig drauf, so dass das sauber und flach hier anliegt, gängig ist, auf Gängigkeit prüfen und dann haben wir im Prinzip das Wichtigste, ja, das ist dann fest, so wie es sein soll, es dichtet ab, wir haben hier dementsprechend den Einlauf, wir haben hier die Nase und dann passt das soweit. Dann können wir uns jetzt daran geben, das Gehäuse wieder aufzusetzen. So, und das sitzt ja erstmal relativ locker. Wir haben hier die entsprechenden Muttern, die von der Rückseite drankommen. Und ich setze jetzt erstmal nur probehalber eine an, weil ich nämlich jetzt gleich ein bisschen fummeln muss dafür, damit das Ganze schon mal gehalten wird. Der Typ hat keine Ahnung, aber macht trotzdem alles. So. Nur leicht anziehen. Ganz leicht, damit das hier alles noch ein bisschen Spiel hat und dann dementsprechend auch in die richtige Position gesetzt werden kann. Wie gesagt, hier unten, ach guck, was macht ihr denn da unten? Du kommst da mal raus. Nee, ich habe eine ganze Familie hier wohnen. Oh, ich habe es ja gar nicht gesehen. Beim Reinigen gar nicht aufgefallen eben. 1, 2, 3 Borstis. Da muss ich mal aufpassen hier. So, machen wir weiter. Ich lege das Ganze mal auf den Kopf, um die Mutter hier hinten einzubringen. Geht natürlich nicht ganz so einfach. Dann nehme ich mir mal den kleinen Imbus zur Hilfe. Zack, drin ist er. Finger drauf. Schraube auf die Vorderseite. Und ihr seht, ich gehe jetzt hier nicht mit dem Akkuschrauber ran. Das bringt nichts. Auch noch nicht ganz fest anziehen. Muss noch ein bisschen Spiel haben für die anderen beiden. Und erst wenn alle vier drin sind, dann wie beim Auto über Kreuz anziehen. Damit das auch sauber überall anliegt. Ja. Und last but not least, Nummer 4. Da. So, die kann ich jetzt anfangen, richtig anzuziehen. Einmal oder etwas fester gegenüber. Ihr seht, da geht was.
Nach Fest kommt ab, ihr wisst das. Ich muss jetzt die jetzt erst nochmal. Genau. Die letzte auf der Unterseite. Ich hab's geschafft. Die nicht richtig einzusetzen. So. Aber die Mutter war da, wo sie sein sollte. So. Ist ein kleines bisschen tricky, aber das ist dann immer so. So, nochmal festhalten. Jetzt haben wir sie. Jetzt kann ich da auch Druck drauf ausüben. Jetzt kann ich die restlichen. Wie gesagt, nicht zu fest. Entsprechende Daten sind in der Bedienungsanleitung zu entnehmen. Und nochmal auf Gängigkeit prüfen innen drin. Und dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Die Pumpe ist wieder zusammengesetzt und kann wieder eingebaut werden. Was ich jetzt auch tun werde. So Leute, Pumpe ist wieder verbaut und ich habe mir erstmal einen Kaffee gegönnt. Ja, was soll ich sagen? Ich musste tatsächlich ein kleines bisschen die Leistung zurücknehmen und zwar um dramatische 5%. Das heißt, in diesem einen Jahr oder etwas über einem Jahr, wo diese Pumpe jetzt lief, hat sie tatsächlich ein kleines bisschen durch den Schmodder, sage ich jetzt mal, der sich da drin angesammelt hat, an Förderleistung verloren. Kann aber unter anderem natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie halt nicht die Power konsequent durchläuft, die sie eigentlich könnte, muss man jetzt auch dazu sagen. Fakt ist aber, 5% bei einer Pumpe, die diese Leistungsdaten hat, wie die A200 hier, da braucht man nicht drüber reden. Das ist absolut vollkommen im Rahmen und ja, sie tut, was sie soll. Sie kann, sie ist definitiv eine Pumpe in der Königsklasse angesiedelt. Ja, königlich ist auch das Geld, was man dafür bezahlen muss, aber natürlich auch die entsprechend gute Leistung bekommt. Sie ist wahrscheinlich im Bereich zwischen 2200 und 2500 Euro angesiedelt. Wie gesagt, entsprechende Leistungsdaten und Garantieleistungen sind all in. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die A200 hat mich definitiv begeistert. Da brauche ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Das ist eine Pumpe, die einfach anschließend wohlfühlen, um es jetzt mal so zu sagen. Und ja, in diesem Sinne von mir aus eine definitive Kaufempfehlung. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch das hier ein kleines bisschen näher bringen. Solltet ihr noch Fragen oder Sorgen oder sonst irgendwas haben, schreibt es runter in die Kommentare. Wir werden es beantworten, Alex und meine Wenigkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Lasst ein Däumchen da für den Algorithmus und bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao.